Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, wir reisen weiter in der Türkei. Erstmal wieder in eine Underground City. Dann fahren wir Richtung Ilaria-Tal. Zwischendurch ist noch ein Vulkan, der einen See drin hat. Auch wunderschön. Ja, da erkunden wir ein paar Dinge. Und vor allem ganz viele Ausgrabungen. Christen waren da ganz viel aktiv früher in dieser Gegend. War eigentlich alles christlich. Der muslimische Glauben kam ja irgendwann 600 nach Christus, aber zuvor war das ganze Land eigentlich christianisiert worden. Und ja, da sieht man einfach diese Vergangenheit, diese Spuren eben der Christenheit von damals. Und das ist sicher interessant für den einen und den anderen. Also, Sandra fährt dann eine Woche nach, also fliegt noch eine Woche nach Istanbul. Dann reise ich mit der Petra weiter. Okay, viel Spaß beim Schauen. Wir sind im Kai Makli Underground City und hier ist ein riesen Eingang, das ist touristischer hier. Und da geht es in die Höhlengänge. Wir folgen dem roten Pfeil. Muss man auch den Kopf einziehen. Ui, da hat so viele Säulen hier. Ist ja toll. Also, wir sollen vom Schritt. Es geht schon in die erste Etage runter, in die Tiefen hier. Überall Säulen, die aus das Ganze stützen. So 1,20 hoch vielleicht. Geht hier durch die Gänge. Hier mal ein Nebengang. Hier liegt ein Riesenstein, der war zum Verschließen der Gänge, aber der ist echt groß. So, hier heißt's wieder Kopf einziehen. Ein paar Stufen nach oben. Da geht es auch in Räume nach unten. Das ist sehr spannend hier. Wieder ein riesen Wagenrad, das den Raum verschließt. Ja, und da geht es jetzt in eine unterirdische Kirche hinein. Mit uns läuft die Petra. Die reist gerade mit uns. Ist auch dabei. Hallo. Und von der Kirche aus lässt sich direkt in den Raum schauen, wo die Grabmäler sind. So, aus diesem löchrigen Gang hier sind wir gekommen und dann geht es hier weiter in einen Raum, von dem lauter Vorratsräume abgehen. Nennt sich hier Food Storage. Überall wurde wahrscheinlich hier gelagert. So, das wäre jetzt also eigentlich Kopfhöhe zu weiterlaufen, aber da ist Wand, also ich muss mich hier bücken auf ungefähr 1,20 Meter. Krieche wieder in geduckter Haltung hier weiter. Nichts für große Leute. Ja, so sieht das aus. Wir passen gerade durch. Ja, jetzt frage ich mich, was ist denn das? Vielleicht ist das hier Das ist die das Toilette. Toilette, Das Urinal, ist was auch immer. Könnte sein. Und jetzt filme ich mal nach unten. Das ist nämlich der Entlüftungsschacht. Und da konnte man einmal links, einmal rechts mit den Füßen senkrecht nach oben gehen. 8 Stockwerke hat dieses Gebäude. Es ist mega. Hier in diesen Wannen wurde der Wein gestampft und die Flüssigkeit. Nicht unbedingt zum Alkoholisieren, aber zu Zeremonien wurde dann hier gesammelt. Ganz deutlich hier sichtbar diese Steintür, die vorrollbar war, um dann den Gang zu verschließen, sodass kein Feind hier mehr durchkam. Ein Stückchen weiter löst sich des Rätsels Lösung. Es sind Behältnisse für Wein zum Lagern, denn wir sind wieder in einem Weinkeller. Wir haben jetzt hier den vierten Floor erreicht von oben. 8 gibt es insgesamt, aber laut Regierung darf man nur 4 besuchen. Immerhin, es ist trotzdem sehr, sehr, sehr speziell. Jetzt geht es wieder nach oben. Und wir landen in einem großen Raum diesmal. So, nochmal ein Blick in die Tiefen dieser
zerlöcherten Untergrund-City. Es ist wie ein Schweizer Käse hier, alles voller Löcher. Ja, und hier nähern wir uns dem Ausgang wieder, denn die Luft ändert sich. Das merkt man gleich. Unten ist viel frischer, hier wird es jetzt feuchter und wärmer. Und hier nochmal der letzte Raum, beziehungsweise der Eingangsraum. Und hier haben diese Löcher andere Bedeutung. Das waren wohl die Futtertröge, denn dieser Raum war hier ein Stall für Tiere, gleich am Anfang des Eingangs. Macht auch Sinn, die Tiere nicht bis in den Untergrund zu holen, finde ich. Nun denn, spannend, spannend. Wir sind etwas weiter gefahren, westwärts, und sind jetzt an einem Vulkan mit See. Und auch hier findet man Höhlenwohnungen. Die Christen mussten sich echt überall verstecken und extrem hoch in die Wohnung hinein. Kein Lift, nichts. Krass. Bin jetzt in eine dieser Wohnungen hochgeklettert. Da geht es mega steil runter, aber nicht von hier. Da geht es noch weiter hoch. Ich weiß nicht, haben sie da das Wasser eingeleitet oder ist das ein Notausgang? Ich gehe jetzt nicht weiter, weil es zu gefährlich ist hier. Und von da bin ich gekommen. Da geht es einfach im Stein einmal rundherum. Und hier geht es auch ziemlich steil runter. Jetzt muss ich schnell runter. So, gleiche Stelle wieder. Dann kommt man da in die Wohnung. Ich habe jetzt den Zoom drin. Hier ist die Wohnung. Mega interessant. Da gibt es noch einen kleinen Raum. Um in diese Wohnung zu kommen, muss man da runter. Und da unten ist noch eine Wohnung. Also ich rekonstruiere mal. Ich denke, die haben das gebaut, um das Wasser hier entlang zu führen. Da war natürlich früher ein kleiner Graben. Und dann ist es da reingeflossen. Da geht es dann tiefer runter. Das sind einmal 15 Meter gewesen früher. So, das ist der Eingang zum da nach oben gehen. So, ich denke, dieses Wasser haben sie dann da. Hinten ist eben das Loch. Und das kam dann hier durch. Dann haben sie es da vor allem runtergeleitet. Und hier geht es dann richtig tief runter. Wasserspeicher. Weiter von diesem Vulkan, der heißt übrigens Nari Girl, habe ich noch nicht gesagt. Man kommt eigentlich gut hin über diese Kiste. Wir sind jetzt vor Ilaria, an dieser Ilaria-Schlucht, die gespeist wird von diesen zwei Vulkanen da hinten. Der eine ist 3000 und etwas. Neben den vielen Höhlen gibt es ja durch dieses wunderbare Wasser. Also Natur macht doch die schönsten Gärten. So, diese Kinder haben zuerst da auf der anderen Seite der Mauer mit Holz auf den Camper geworfen. Und dann sind sie dann abgehauen. Jetzt sind sie alle da. Ich habe sie alle zu mir gerufen, haben sich alle entschuldigt. Und jetzt habe ich ein paar neue Freunde. Heute mal heiße Quelle, da gibt es nämlich mehrere hier in der Gegend, auch mit so tollen Sinterterrassen. Sieht toll aus. 40 Grad. Und? 40 Grad hat es, René? Ja, der 39, keine Ahnung, heiß. Viel zu heiß für den Mann. Heiß. Ach, das halte ich ja nicht aus, du. Mann oder Memme?
Rohr zuerst mal voll mit Wasser, weil da noch Luft drin ist. Deswegen kommt zum Anfang. Kann man auch Haare waschen hier. Also toll. Wir hatten gerade Besuch. Wir sind jetzt nach Belisirma gefahren. Eine Felsenstadt, kann man auch sagen. Überall haben sie Löcher reingebaut in die Felsen. Ja, ist noch Altertum hier. Wir sind in Belisirma und hier gibt es eine Kirche. Das ganze Land war ja mal voller Christen und da gehen wir jetzt rein. Es ist Wahnsinn, ich meine, das wurde alles rausgehauen, das ist nämlich ein Felsen. Und hier gab es mal Fresken, gibt es immer noch. Fantastisch, fantastisch. Noch ein Raum. René findet auch die versteckten Räume der Kirche. Nicht durch. Um in den Nebenraum zu kommen, muss man durch dieses Loch kriechen. Ach, ich liebe das Altertum. Die Geschichte. Und jetzt schaut euch das an. Das sei wohl eine Ölpresse gewesen. Das ist der Wahnsinn, ey. Also die Kirche hat auch gearbeitet. Krass. Krass, ein Mühlestein da drüben. Ja. Einfach fantastisch. Du bist ausgesperrt, hä? Ja, das ist nicht weiter. Tja. So. Da geht's zum Mühlestein. Ich schätze mal, da ist ein Pferd rundherum gelaufen oder ein Kamel, das ist ja fast weltweit so gewesen. Und hier wurde auch Feuer gemacht, was man an der Wand sieht. Geil, also da wurde das Korn gemacht da und hier hat man das Brot dann gebacken, hier drin. Fantastisch, fantastisch. Wir stehen auf einem geflossenen So, heute wird mal lecker gegessen. Die Angie hat eine Insel für sich alleine, weil hier hat kein Hund mehr Platz. Ah, wir lassen uns wieder mal gut gehen hier. So, wir sind in einer Kirche auf der anderen Seite und es ist fantastisch. Das ganze Tal, wie heißt es, Ilaria-Tal, ist bebaut mit Kirchen, mit Wohnungen, mit Räumen im Fels drin. Das Ding wurde etwa 1000 nach Christus gebaut. Ja, das ist Wahnsinn, das Ding hält seit über 1000 Jahren. So heißt sie. Jetzt gehen wir in die nächsten Räume. Hier gibt es Fresken. Die sind 1000 Jahre alt. Hey. Stellt euch das vor. Hey. Das ist einfach nur Alarm. Hey. So, jetzt machen wir mal eine Ansicht. Es ist einfach nur krass. So, Fresken. Die zerfallen natürlich. Absolut stark. Morgen früh, wir sind früh unterwegs, wir sind alleine. Ja, vielleicht war das hier die Kanzel. Auch Fresken. Und Gräber, das findet man viel immer am Kirchenboden. Die meisten sind mit Sand zu.
So, nochmal eine Freske. Hey, die hat 1000 Jahre überlebt, man stelle sich das vor, aber eben jetzt zerfällt sie und man lässt sie zerfallen, auch hier oben. Näher. So, wir sind wieder raus zur nächsten Kirche. Das ist das ganze Tal, überall sind Wohnungen drin. Und diese Kirche hier, die ist ziemlich zusammengefallen. Man sieht es da an den Felsbrocken an. Und da muss man ein bisschen klettern. So, nächste Kirche. Ja, ist die groß, hey? Ist richtig groß. Es ist stockdunkel. Hier haben Tiere am Boden gelebt, lang. Ja, einfach ein Raum. Keine Fresken. So, ein Zwischenraum und ihr seht, es ist alles zusammengebrochen. Eigentlich einsturzgefährdet. Und es ist stockdunkel. Also, da ist einfach ein Raum, da geht es nicht weit, da wurde Feuer gemacht. Und hier, ja, ist gefährlich. He? Aber noch weiter, da unten ist ein Keller, jetzt gehen wir da runter. Also hier ist noch ein Raum mit Loch, da haben sie wohl das Getreide gemacht, das Mehl. Und hier ist noch ein Raum, das war's. Wahnsinn. So, wir haben noch einen Nebenraum gefunden und da sind Fresken, das ist noch ein kleiner Raum und ist zerfällt. Und wieder auf dem Rückweg zum Camper, Besichtigung erledigt, auf diesen Steinstufen, die da mal eingeschlagen wurden. In Selime oder so, nicht weit, auch Kegelwohnungen, ui, da ist ganz viel weg. Stattdessen sind wir in Konya, gerade gleich beim Flughafen in einem Park. Wir haben hier übernachtet und ich habe ganz viele Löwen da. Also der Park ist sicher mit 100 von Löwen, solchen Tieren da. Guckt mal an, die sind jetzt alle bei uns. Das ist der Oberlöwe, das ist ein richtiger Löwe. Mann, oh Mann, was der frisst. Aber ihr seht, kein Streit. Das sind all meine Freunde, die kommen sofort, die suchen Nähe. Oh, die ist, glaube ich, schwanger oder zu überfressen. Also der ganze Park, überall hat es Rudel. Wir sind da durchgefahren, sicher 100 Stücke von denen. Riesenviecher, hey, der ist der geilste da. Der kleinste Hund, der Merlin, gegen die großen Kälber da. Jo, die sind immer alle freundlich. Jo, jo, jo. Geile. Ja, ich mache wieder mal eine kleine Velotour, Fahrradtour mit den Wölfen. Das sieht ja wieder aus wie bei uns in Europa. Wunderschön. Egal wo ich hinkomme, immer bin ich eingeladen von den Türken und wir essen hier gerade Mittagessen mit dieser Familie hier in der Bar. 20 Lira aldım, 2 metre, 1 metre, 5 metre aldım. 1200 Lira dedi ya. Haben wir gerade noch für mich işte öyle oturur ama. Filzstoff gekauft zu einem unglaublichen Preis. 4 Quadratmeter für 300 Lira. Das sind 15 Euro. Sie sind sehr hilfsbereit, diese Türken. Ah, ist das süß. Wir sind wieder an einem neuen Ort. Mit steinalten Steinen, eine Quelle, die unglaublich viel Wasser liefert. Eine Schulklasse,
die wir kennengelernt haben. Und das ist die Teacherin, die ganz oben. Und die haben uns auch Essen gebracht. Die haben einen Schulausflug. Sollten eigentlich Englisch können, können aber kein Wort. Was für ein schöner Ort hier. Und hier ist gleich nochmal eine Quelle. Kommt einfach so da aus dem Boden raus. Wunderbar klares Wasser. Das macht Spaß. Das macht sie immer, wenn sie Freude hat. Also, das haben mal die Hethiter, ein ganz altes Volk, etwa 1300 vor Christus erbaut. Und diese Steinsäulen sollen Götter darstellen, die diese Quelle schützen sollen. Ja, die Quelle ist noch da, die Hethiter sind längst ausgestorben. Und jetzt, ja. So, heute früh bin ich früh losgefahren, jetzt ist 8:30. Ich bin in Pisidien, Antiochien Pisidien. Hier schauen wir uns eine antike Stätte an. Also viel ist nicht mehr übrig. Es wurden, glaube ich, nur 5% ausgegraben. Ja, das war mal alles Stadt, das ganze grüne Zeug hier war mal alles Stadt. Hier lebten mehrere 10.000 Menschen, denn es war eine Hauptstadt der Region. Da rennt ein Hase davon. Das macht Spaß. Naja, keine Chance, die Hunde, die Angie vor allem. Jetzt rufe ich sie. So, das ist die St. Pauluskirche. Denn hier hat der Paulus eine seiner ersten Predigten gehabt. Da haben ganz viele Griechen auch hier gewohnt. Der griechische Einfluss aus dem griechischen Zeitalter war extrem groß. Deswegen auch die griechischen Inschriften auf den Steinen. Bin jetzt reingegangen. Also viel steht natürlich nicht mehr. Vieles wurde wieder aufgebaut. Hier der Altar. Das meiste lag ja unter den Steinen. Ja, hier sieht man noch, später wurden dann Bachsteine verwendet. Das muss auch spätere Zeit sein. So, ihr seht, die Ausgrabungen dauern noch an. Das ist noch nicht so lange her. Da hinten ein paar Säulenreste. Also viel steht nicht mehr. Trotzdem interessant. Hier war das Theater. Hat so viele Fundstücke. Das ist wie ein Puzzle zusammensetzen. Nur noch mal schwieriger. Aber hier war das Theater. Ihr seht, es war alles unter dem Boden. Ja, die Steine sinken mit den Jahren. Und dann wächst da Gras rüber. Ausgegraben wurde das Ganze 1920. Haben die Amis angefangen. Die machen auch mal was Gutes, wenn sie nicht gerade Krieg anzetteln. Da war noch mal eine Kirche. Hier eine Straße. Tja, jetzt sind wir wohl auf einer der Hauptstraßen. Hier ist übrigens nochmal eine Kirche gewesen. Die wurden dann alle irgendwann mal gebaut. Also hier waren die Händler, schon interessant. Hier wurde mal richtig gelebt. Es war Betrieb da und jetzt ist eigentlich niemand mehr da. Außer ein verrückter Schweizer. Hier sieht man einen riesigen Platz, wo sich sicher die Menschen aufgehalten haben. Und hier klar zu sehen, wie immer unter der Hauptstraße war immer die Kanalisation. Natürlich abgedeckt, dass niemand reingeht. Da ist die Hauptstraße. So, das hier ist das Aquädukt, oder es war es. Da wurde das Wasser gespeichert und es kam nordöstlich. 11 Kilometer weit, also irgendwo von da hinten, war eine Quelle und da hat man das Wasser über Aquädukte hierher transportiert.
Also es scheint so, das war nicht das Abwasser, das da unter der Straße geführt wurde, sondern die Wasserversorgung, weil das geht direkt zum Wasser, wie sagt man, Aquädukt. Etwas weiter oben, hier sieht man, wurde später gebaut, ich sehe etwa 1000 nach Christus. Das meiste wurde so Anfang, also ab dem 3. Jahrhundert vor Christus gebaut und dann 3., 4. Jahrhundert, denke ich, war der größte Bau fertig. So, jetzt stehe ich gerade auf einem Stein vom Propylon, dem Tempel des Augustus. Und ich zeige euch das. Das wurde also teilweise in den Fels gebaut, der Tempel. Da waren dann wohl Stützen, diese viereckigen Ausschnitte. Ein riesen Tempel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ja, das war gebaut, ja, um Christus herum, also irgendwo ganz am Anfang. So, die zwei haben ihren Spaß hier. Niemand ist da, nur ich und meine Wölfe. Und die rennen wieder mal wie verrückt überall umher. Und dann rufe ich, dann kommen sie sofort. Die Eile braucht immer etwas länger, die ist ja auch schon, ja, 11,5. Ja, und hier oben stehe ich auf der höchsten Säule. Und jetzt geht's wieder runter. Es ist übrigens ziemlich alles verwachsen, was sie mal freigelegt haben. Das wächst gleich wieder zu. So, jetzt sind wir dann wieder auf der Hauptstraße. So, das ist die Hauptstraße, führt zum Tempel. Von da kommen wir. Und hier biegen wir rechts ab. Eine weitere Hauptstraße. Maximus heißt diese Straße, so viel ich weiß. Immer auch schön zu sehen, die Wagenspuren, die sich da reingefressen haben, hier klar erkenntlich. Das ist der Anfang der Straße. Hier sind sie sehr tief. So, das war kurz und knackig. Schneller Durchlauf. Etwa eine Stunde habe ich gebraucht. Jetzt geht's wieder raus. Es kostet Eintritt. Waren es 2-3 Euro. Ich muss noch bezahlen, weil das System ging nicht. Und der Museumpass ist hier auch gültig. Ja, hier sieht man noch die Stadtmauer. Hier wurde mal eine Stadtmauer erbaut. Zuerst von den Helleniten, dann von den Römern und dann ging es rüber ins Byzantinische Reich. So, wieder mal etwas Fahrt filmen. Wunderschöne Strecke durch das Grüne. So, jetzt bin ich richtig in der Türkei angekommen. Ich habe die Hauptstraße verlassen, fahre durch ein ganz kleines Dörflein in den Bergen. Mal schauen, ob ich durchkomme. Ja, spannend bleibt es alle Male. Aber schön, einfach schön. So, jetzt geht's wieder runter. Hat sich gelohnt, diesen Abstecher. Oh, da kommt er. Oh, ist das schön, hey. Die Ziegen sind da, der Weibling. Einfach nur herrlich. Das ist noch Landwirtschaft, hey. Das ist Türkei, wie man es von früher kennt. So, hier machen wir mal einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch und ja, es geht dann im nächsten Video weiter. Die Reise in der Türkei und ich bin hoch in die Lüfte hinaus, so. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Okay, danke und tschüss.